Sobald wir sprechen können, stellen wir Fragen. Warum ist der Himmel blau? Wie viele Sterne gibt es? Warum passiert so viel Schlimmes? Woher kommen wir? Warum müssen Menschen sterben? Menschen versuchen alles Mögliche, um Antworten zu finden. Heute können wir auf mehr Informationen und Wissen zugreifen als je zuvor. Aber die großen Fragen des Lebens, nach dem Sinn, warum es Leid und Tod gibt, bleiben unbeantwortet. Nur, wo kann man die Antworten finden? Was, wenn sie schon die ganze Zeit über in der Bibel stehen? Viele sagen, die Bibel ist doch voller Mythen und Legenden. Sie passt nicht mehr in unsere Zeit. Ist einfach viel zu schwer zu verstehen. Aber ist wirklich die Bibel das Problem? Oder liegt es eher daran, dass manche denken, sie wissen ja, was in der Bibel steht? Manche denken, in der Bibel steht, dass Gott die Kontrolle über die Welt hat. Aber kann das sein? Diese Welt ist völlig außer Kontrolle. Überall sieht man Leid und Schmerz. Krankheit und Tod. Armut und Elend. Das passt einfach nicht zu einem liebevollen Gott. Nur, wer steckt dann dahinter? Die Antwort der Bibel wird vielleicht überraschen. Sie sagt, dass eine böse Macht die Welt kontrolliert. Mit anderen Worten, es gibt ein böses Wesen, das hinter den Problemen der Welt steckt. Jemand, der hinter den Kulissen die Fäden zieht. Das ist der Grund, warum wir Menschen es nie schaffen werden, die Probleme der Welt zu lösen. Und wenn wir uns noch so anstrengen. Die gute Nachricht ist, die Bibel sagt, dass das nicht so bleibt. Sie erklärt uns, warum die Welt außer Kontrolle geraten ist, wie Gott alles in Ordnung bringen wird und wie wir bis dahin unser Leben meistern können. Die Bibel hat die Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Millionen Menschen in aller Welt können das bestätigen. Es lohnt sich also, einen genaueren Blick in die Bibel zu werfen. Jehovas Zeugen sind gern für Sie da. Wir bieten jedem einen kostenlosen Bibelkurs an. Füllen Sie dazu das Online-Kontaktformular aus. Ein Zeuge Jehovas nimmt sich dann gern Zeit für Ihre Fragen zur Bibel. Wann und wo Sie möchten. Fast alle Religionen lehren, dass ein Teil des Menschen nach dem Tod weiterlebt. Aber was lehrt die Bibel? Gott erschuf den ersten Menschen Adam aus Staub. Er hätte ewig leben können. Aber als er Gott bewusst ungehorsam war, wurde ihm gesagt, er werde zum Staub zurückkehren, aufhören zu existieren. Was ist mit all den anderen, die nach Adam gestorben sind? Als Jesus erfuhr, dass sein Freund Lazarus gestorben war, sagte er nicht, Lazarus sei jetzt im Himmel. Er sagte, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Was meinte er damit? Genau so wie jemand, der tief schläft, nichts tut und nichts um sich herum mitbekommt, so sind sich auch die Toten nicht des Geringsten bewusst. Und so wie jemand aus einem tiefen Schlaf geweckt werden kann, kann gemäß der Bibel auch jemand vom Tod auferweckt werden. Genau das machte Jesus mit Lazarus.
Lazarus war 4 Tage tot gewesen. Angenommen, ein Teil von ihm hätte beim Tod überlebt und wäre in den Himmel gekommen. Hätte Jesus ihn dann von dort wieder auf die Erde zurückgeholt? Nein. Lazarus schlief im Grab. Jesus gab ihm sein Leben zurück und er war wieder mit seiner Familie zusammen. Die Bibel verspricht, dass eines Tages viele Verstorbene auferweckt werden, wie Lazarus. Jesus sprach von dieser wunderbaren Hoffnung mit den Worten: Wer an mich glaubt, wird zum Leben kommen, auch wenn er stirbt. Aber was genau ist die Auferstehung? Wie kann man heute schon mit dem Kummer und der Trauer fertig werden? Mehr darüber, was die Bibel zu diesen und zu anderen Themen sagt, finden Sie auf jw.org. Warum lässt Gott Leid und Böses zu? Gott wollte nie, dass wir leiden müssen. Ganz im Gegenteil. Die ersten Menschen hätten sich keinen besseren Staat von Gott wünschen können. Aber ein rebellischer Engel, der Teufel, hat Gott als Lügner bezeichnet und hat die ersten Menschen dazu gebracht, sich Gott zu widersetzen. Adam und Eva haben ihrem Gott Jehova nicht gehorcht und sich durch ihre Entscheidung auf die Seite des Teufels gestellt. Sie haben gegen Jehova rebelliert und ihren eigenen Maßstab für richtig und falsch aufgestellt. Hatte der Teufel recht? Wären die Menschen in der Lage, unabhängig von Gott zu leben und sich selbst zu bestimmen? Um diese wichtigen Fragen beantworten zu können, bräuchte man Zeit. Ein Beispiel. Ein aufmüpfiger Schüler behauptet, der Lösungsweg des Lehrers sei falsch. Er behauptet, dass er einen besseren Weg kennt. Einige Mitschüler glauben ihm und stellen sich auf seine Seite. Was könnte der Lehrer jetzt machen? Er könnte ihn einfach auffordern, still zu sein. Aber würden die anderen Schüler den Lehrer dann immer noch respektieren? Sie könnten denken, dass der Lehrer Angst hat, sein Lösungsweg würde sich doch als falsch herausstellen. Aber was wäre, wenn der Lehrer dem Schüler erlauben würde, der Klasse seinen Lösungsweg zu zeigen? Dann wüssten alle, wer von beiden es besser kann. Etwas Ähnliches hat auch Jehova Gott gemacht. Millionen Engel haben beobachtet, wie der Teufel Jehova herausgefordert hat. Jehovas Reaktion würde sich nicht nur auf die Engel auswirken, sondern schließlich auch auf alle Menschen. Deswegen ließ Jehova den Teufel für eine gewisse Zeit über die Welt herrschen. Die Herrschaft des Teufels hat unglaublich viel Schmerz und Leid verursacht. Wenn aber ein für alle Mal bewiesen ist, dass Jehovas Regierungsweise gut und richtig ist, wird Jehova den ganzen Schaden wieder gut machen, der durch die Rebellion des Teufels entstanden ist. Dann werden nur noch Menschen auf der Erde leben, die auf Gott hören möchten. Aber was kann einem in der Zwischenzeit helfen, mit Leid fertig zu werden? Wo kann man echten Trost finden? Mehr darüber, was die Bibel zu diesem und zu anderen Themen sagt, finden Sie auf jw.org.